Guten Tag. Hallo. Hier, geht gleich los. Ich hab, pass auf, Zuhörer und Zuhörerette. Vielleicht haben wir ja in der Vergangenheit in Shadowrun ein bisschen viel rumgetrollt, was so Folgen angeht. Haben wir nie gemacht. War eigentlich gar nicht so oft. Ich verspreche, dass es aufhört. Im Gegenzug sagt ihr mir Bescheid, wenn ich eine Folge überspringe, so wie jetzt, keine Ahnung, die 258 gar nicht hochgeladen ist, aber nach der 257 plötzlich die 259 kommt. Das würde mir natürlich so nie passieren. Aber wenn es passiert. Und das war dann ein Test. Ja, ja. Und ich dann sehe, dass das Ding 30 Aufrufe und 2 Likes sogar hat und keinem aufgefallen ist. Dass, ich meine, okay, dass die 258 ausgelassen wurde, das kann ich noch verstehen. Da könnten wir vielleicht ein bisschen viel Scheiße früher gemacht haben. Aber komm schon, das war unzusammenhangslos. Das ist ja eine Beleidigung. Ich nehme das auch als Beleidigung und ich werde Leute bannen. Ja, also die Leute, die sonst immer viel kommentiert haben und da nichts geschrieben haben, die werde ich jetzt bannen. Müssen. Was mischt denn überhaupt ein? Und dann auch mit vollem Mund. Hat man dir nicht beigebracht, dass das... Schluck erstmal runter, Mädchen. Erst schlucken, dann atmen. Das hast du mir beigebracht, dass das die erste Regel der Frauen ist, die sie lernen müssen. Das stimmt, aber das gilt nur dafür, wenn man sich verschluckt als Frau. Ach, so ist das. Na gut. Daddy, letzte Woche. Mhm. Du darfst. Ich? Ich bin auch qualitativ gar nicht in der Lage dazu, das den Standard zu halten. Naja, im Grunde hatten wir quasi einen richtig geilen Grillfest mit meinen Freunden und sind dann auf die spontane Idee gekommen, dass wir zusammenziehen. Ja, und haben eine richtig coole Wohnung. Weil wir uns sehr lieben. Ja. Beziehungsweise, weil wir beide keine Kohle haben und es ist günstiger. Ich wollte jetzt Protest hören. Ach so. Ich dachte, das wäre grotesk genug. Nee. Na dann. Dreimal nee. Hm? Sei vorsichtig mit solchen Beschwerungen. Das war ein Witz. Ja, pass auf. Bald sind wir irgendwelche komischen Feen und dann sind irgendwelche dreimal so und so gesagt. Und ein Insider vor allen Dingen. Verstehe ich nicht. Also ich habe nicht verstanden. Drei. Oh, wow. Bist du noch dieser Insider von vor 700.000 Jahren? Alter. Fresse. Mit deinem Gedächtnis, das ist nicht normal, das können wir nicht mithalten, das ist auch nicht cool. Stellen Sie mich so hin. Also ihr habt beschlossen zusammenzuziehen, dann habt ihr ein bisschen das Internet durchforstet, aber dann lag da so ein Zettel auf dem Boden vom Marin. Ja, und dann habt ihr den angerufen, den Vermieter, und dann seid ihr hin, habt euch die Bude angeguckt und dann war geil. Abgeranzt, na abgeranzt ist eigentlich das falsche Wort. Verfallen ist auch nicht ganz richtig. Es war in einem Zustand. Ich würde gern eigentlich ja Bilder dafür, aber kann ich ja nicht. Es war eine Wohnungsruine, aber eine bewohnbare Wohnungsruine und eine irgendwie sehr coole Wohnungsruine. So ist es. Gut, dann viel Spaß und bleib geil. David. Das bin ich. Das bist du. Du kamst an dem, ich glaube, Abend dann erst zurück in dein Wohnheim. Mhm. Und ich weiß, dass du erst am Mittwoch nach der Prüfung oder so, oder zumindest nach der Prüfung am Dienstag umziehen wolltest. Mhm. Allerdings, wenn du jetzt so dann nach oben kommst in deinen Flur und dir schon so ein paar Fliegen entgegenkommen. Auch eine Notiz an den Türen ist, dass übernächste Woche die Zimmer nicht ausgeräuchert werden, aber da wird auch mal kontrolliert, was ihr da eigentlich alles so macht. Warum da überall so ein Viehzeug ist. Das heißt auch dein Zimmer, auch wenn du natürlich damit gar nichts zu tun hast. Das macht's natürlich nicht besonders wohnenswert und macht auch das Lernen vielleicht ja nicht zwingend einfacher, denn das soll direkt am Montag stattfinden. Und dann, wenn du in deine Butze reinkommst, die zwar selbst nicht befallen ist, aber es ist ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, und du dir bewusst wirst, dass du ja eigentlich selbst überhaupt kein Mobiliar da besitzt, was ein Umzug zum Beispiel echt leicht machen würde.
Und man sich dann überlegt, dass auf diesem Dachboden, auf dem ihr noch gar nicht wart, offenbar ein Haufen Möblierung da ist. Keine Ahnung, aber ich meine, man braucht ja eigentlich erstmal nur einen Tisch, einen Stuhl und eine Matratze, wa? Die Matratze kann ich also mitnehmen, sagt sie. Ja, die Matratze, genau. Die Matratze ist das Einzige, was du damals beim Einzug ins Wohnheim mitbringen musstest. Der Rest war ja da. Dann bin ich jetzt einfach ganz krass. Ich rufe mir ein Großraumtaxi. Na, morgen wollte ja auch Sophie, ne? Schon mal den gröbsten Teil machen. Die braucht ja auch irgendwie Gerät zum Transportieren. Ja, aber ich brauche doch nur meine Matratze, hast du gerade gesagt. Ja, klar, aber bevor du dir ein Großraumtaxi organisierst, wenn Sophie, jedenfalls habe ich das so verstanden, so schnell wie möglich umziehen will, was ja morgen sein würde, hat die vielleicht schon irgendeine Art Auto organisiert. Dann text ich sie doch mal an. Per WhatsApp. Ja, denn das besitzen wir. Natürlich. Ich finde das gut, wie das für dich was Besonderes ist. Für mich ja auch, aber jeder sich denken würde, warum betont die das so? Ist die dumm? Nee, die hat einfach nur kein Smartphone. Also ja. Es kommt zurück, was denn? Das denn, so wie es da oben steht. Kann ich morgen trotzdem, kann ich morgen mit dir umziehen? Hast du schon ein Auto? Ich telefoniere gerade rum. Aber ja, kannst du. Kein Problem. Die wollen morgen nämlich die ganze Wohnung auseinandernehmen. Wegen dem Scheiß. Hab ich keinen Bock drauf. Meld dich mal, wenn du was hast. Mach ich. Danke. 5 Minuten später kommt eine Nachricht. Hab ein Auto. Praktisch. Wann morgen? Die wollen um 8 in die Wohnung, dementsprechend ab 8 bin ich wach. Ich lade erstmal einen Scheiß ein und komme dann bei dir vorbei. Machen wir so. Das hat sie übrigens alles geschrieben, deswegen diese dumme Betonung. Sehr schön. Easy. Am nächsten Tage. Frühzeitig. Ich würde vorher noch anfangen packen, also so das Nötigste. Ja, ich meine, du bist schnell genug, sag ich mal, Edi bei dir ist. Sophie gibt auch keinen Fick darauf, dass die anderen vielleicht ausschlafen wollen. Die fängt morgens früh an. Die helfen dir. Also ich meine, Wally ist gerade nicht da, aber der Rest hilft dir. Achso, na dann geht's ja schnell. Also sie hat ja nur ihre Klamotten und den Krammöbel gehören ihr ja nicht. Ja, easy game. Also ich meine, David, der andere David organisiert die Kiste. Hilft dir, deinen Scheiß einzuladen, muss dann aber auch selbst weg. Und die Tanja, die dort noch wohnt, die ist nicht zu so viel zu gebrauchen. die ist auch schnell erschöpft, sag ich mal. Und dann kannst du zu David fahren, dann bist du in 20 Minuten da, keine Ahnung, wann würde das sein, mit allem so gegen 10 oder so ein Shit. Hallo, bin da. Moin, lass uns hier weggehen. Diesen komischen diesen Wagen da, mit dieser komischen Kakerlake drauf, die gehen mir voll auf den Sack. Yeah. Ich habe mir jetzt überlegt, ne, ob ich mir tatsächlich noch die Mühe mache, die Fenster zu putzen und sowas, so wie meine Vermieterin, sie macht Anführungsstriche, das von mir wollte. Ich habe mich dazu entschieden, das zu lassen. Ich habe noch gekehrt und das war's dann, weil meine Kaution sehe ich sowieso nie wieder. Klingt plausibel. Ja, ich habe dann gedacht, ich schmeiß den Schlüssel einfach in den Briefkasten. Das kann man machen. Oder per Brief. Kannst du auch per Brief schicken? Nee. Ich habe den in den Briefkasten. Ja, doch. Na egal, jetzt liegt er im Briefkasten. Mit einem Zettel. Aber David hat gesehen, wie ich es eingeschmissen habe. Also insofern kein Problem. Na, Glück gehabt. Nichts zu befürchten. Ja, Wally war auch dabei. Wally war nicht dabei, die ist nicht da. Ach so, okay, gut, aber David hat's gesehen.
Er hat es gesehen und würde es vor Zeugen nochmal darlegen. Ja. So denn. Die Müllsäcke und die paar Kartons, oder was? Ja, und die Matratze. Okay. Das wird alles noch gut ins Auto reinpassen. Ich habe auch nicht so viel Kram. Das ist gut. Gott, wie ich diese Wohnung nicht vermissen werde. Ja, wir räumen ein und machen uns dann auf den Weg. Es ist ein sonniger Tag. Auch für heute werden angenehme Temperaturen erwartet für all jene, die aus die in der Wüste aufgewachsen sind. Aber noch ist es ja nicht okay. Aber ich meine so, wann werdet ihr da sein? Vielleicht 22:30, 23:45? Beste Zeit. Aber gut. Obwohl ein bisschen hier. Also ihr werdet da hinfahren und auch ankommen. Ihr verfahrt euch noch kurz, denn... Also nee, anders. Ihr kommt da an und ihr verfahrt euch nicht. Ihr Parkplatz zu finden ist dort nicht so leicht. Ihr habt auch gestern nicht bemerkt, dass das Haus irgendwie einen extra Parkplatz hätte oder so. Nehmt die ersten Kisten in die Hand und dann geht's los. Aber ihr braucht verwirrend lang, um den Eingang zu finden. Als ihr aber dann doch letztlich doch mal irgendwie davor steht. Naja, es ist verwunderlich. Eigentlich ist es ganz klar, wenn er jetzt umdreht, ist er direkt die Kreuzung und kann man überhaupt nicht, wie kann man das nicht finden? Es muss entweder die Hitze sein oder aber die Hitze. Die Aufregung. Nein, die Hitze. Es ist ja auch die Aufregung. Eine neue Wohnung, hallo? Es ist immer die Hitze. Es ist also die Hitze. Das kann auch schon mal vorkommen. Natürlich, Sophie hat schwarze Haare, das heißt, der Kopf wird ganz schnell warm. Ja, und ich hatte quasi zwei Kisten auf den Armen. Dementsprechend habe ich nichts gesehen und bin einfach nur hinterher hergelaufen. Ich verstehe. Juri. Wir schließen auf. Das ist schön. Drinnen kommt euch wohl einer der Hausbewohner entgegen. Der ist ein bisschen kleiner als David. Lockige, wenn ich sage dünne Haare, würde man das nennen. Licht ist es noch nicht. Sie gehen rot-braunlich in die Richtung, aber noch nicht so krass rot wie bei David. Mit einem verschmitzten Schmunzeln im Gesicht. Na, hi. Hallo. Ich bin David. Wie weißt du? Da muss ich nachgucken. Bam, genau. Das Schlimme ist, ich wollte jetzt einen Namen nennen, aber das geht so nicht. Hannes. Hallo, Hannes. Hi. Wir sind die neuen Mieter ganz oben. Ach, uns gegenüber? Ja, krass. Ja, cool. Wer guckt auf die Uhr? Also, Moment, Uhren. Guckt auf sein Handy. Soll ich da mal, habt ihr irgendwie viel? Nö, nicht viel. Das ist nur so die Kleinigkeiten hier. Nur Matratze, so ein paar Kisten und ein paar Säcke. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Ja, ich würde mal mit anpacken sonst. Klar, ist auch cool. Das ist der silberne Dings da hinten. Siehst du? Der blinkt. Nimmt dir eine Kiste ab und geht mit euch zusammen hoch. Ah ja, oder so. Vieh schließt auf. Ja. Das ist noch alles so wie gestern. Cool. Habt ihr schon geeinigt? Ich wer beziehe das große Zimmer bekommt? Ja, ich gehe nach hinten. So. Cool. Das heißt, meine Sachen müssen hier rein. Genau. Und dann. Perfekt, dankeschön. Und Sophie trägt ihre Sachen ins Nordzimmer. Macht erstmal das Fenster auf. Ja, Fenster aufmachen ist eine gute Idee. Das stimmt. Ich meine, es ist einfach lange nicht gelüftet worden. Dann macht Sophie jetzt in der ganzen Wohnung die Fenster auf. Und geht runter, um die nächsten Sachen zu holen. Der Roland hatte gar nicht Bescheid gesagt, dass irgendwie jetzt schon was klar ist, weil die Wohnung stand halt schon länger leer. Und eigentlich der
Ich dachte, der würde als erstes bei uns klingeln und dann sagen, hier, krieg ich Nachbarn. Hm. Keine Ahnung, das hat sich halt gestern so entschieden und dann, naja. Ach so, naja, gestern, gestern, ach so. Oh, wir sind relativ spontan eingezogen. Ja, das, ja. Wie lange habt ihr gesucht? Gestern. Gestern. Kommt auf jeden Fall, das, ja, kommt auf jeden Fall nicht zurecht auf euer Leben. Oder wir ganz sind halt besonders gut, weil wir vom Glück geküsst sind. Wir sind ja quasi sehr spontan. Ja, also, meine Leute, ich sehe das schon. Aber ich sehe trotzdem noch nicht, wie ihr auf euer Leben zurechtkommt. Wieso das denn? Wir entscheiden das morgen spontan, ob wir noch überleben oder nicht. Ja. Und dann haben wir uns samstags überlegt, wollen wir mal irgendwie umziehen und sind dann irgendwie samstags so irgendwo hin, haben uns das angeguckt, vielleicht, weiß ich nicht. Oder dann ziehen wir da sonntags ein, zu zweit. Ja. Ohne Helfer. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ja, wir haben ja nicht viel. Wir haben ja nicht viel Kram. Siehst du, also, guck doch mal durch die Scheibe, da ist noch nicht viel. Wir sind ohne Möbel unterwegs. Das ist auf jeden Fall gut. Uns wurde gesagt, der ganze alte Kram stehe noch auf dem Dachboden, also. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, wenn ihr irgendwas da haben wollt, müsst ihr ein bisschen länger suchen, weil manches ist halt schon kaputt und alt und so, aber ja. Ja, wir finden da bestimmt was. Zurück können wir das immer noch. Ich wollte schon sagen, du bist auch so ein Handwerksmeister. Eben. Noch einer. Wie, noch einer? Ja, der Roland, der, keine Ahnung. Der kommt dann ab und zu mal, hämmert gegen deine Tür und dann machst du auf und sagst, Junge, ich will jetzt nicht mit dir feiern gehen, es ist montags früh um 6 und dann schmeißt du dir einfach einen Stuhl und sagst, hier, der ist neu, den hab ich jetzt gemacht, den hältst du jetzt. Okay, das ist doch cool. In welchen Intervallen passiert das so? Ja, das... Nur damit ich jetzt planen kann, inwiefern ich mich nach Möbeln umsehe. Plan, siehst du dich? In dem Haus wird nicht geplant. Ah, okay. Siehst du, passen wir doch perfekt rein. Ist nicht ganz richtig, aber keine Ahnung. Was hat er euch gesagt? Na, ich hätte mir für die Planung jetzt ungefähr 5 Minuten Zeit genommen. Also wenn ich mir einen Tag für die Wohnungssuche nehme, reicht 5 Minuten für die Möbel, würde ich sagen. Nee, das kannst du nicht planen. Was hat er euch gesagt, was in die leerstehende Wohnung gerade reinkommt, was er da renoviert? Er ist sprach von einer Sauna. Wobei ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann. A, in dem Haus und B, irgendwie, keine Ahnung. Naja, siehst du, und vor 4 Tagen war das irgendwie noch ein Wrestling-Raum. Und ein Schlitt. Und davor, eine Hausbar. Also es wäre keine Hausbar geworden, das wäre ein Gemeinschaftsraum fürs Haus geworden, wo man sich mit Freunden und auch Fremden ein alkoholisches Getränk genehmigen kann. Und das wäre dann auch nicht, also man hätte das nicht bezahlt. Weiß da jemand, der hier von der Polenta anwesend ist, oder man hätte nur ein kleines Entgelt da gelassen zur Entschädigung quasi. Aha. Das ist die Planung, die ihr erwarten könnt. Okay, cool. Gefällt mir. Klingt völlig plausibel. Ja, man muss sich schon erstmal eingewöhnen. Achso, wir haben verschiedene Codes. Wenn draußen halt von der Straßenseite her ein rotes Handtuch aus dem Fenster hängt, dann hat der Vermieter Langeweile. Dann gehst du wieder. Dann gehst du gar nicht erst nach Hause. Wenn du 5 Tonnen Eis im Beutel hast, weil du einkaufen warst, dann nimmst du das Eis und lässt das schmilzen, dann gehst du einfach, okay? Wieso? Ja. Das ist ein echt korrekter Typ und er hat das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck und der ist witzig und nimmt dich mit hin und dann hast du Spaß. Aber wenn dem langweilig ist. Was denkst du, warum die Miete so billig ist? Wegen dem oder was? Ja, ist auch schon ein bisschen, ich meine, es nicht jedermanns Sache, aber die Miete ist auch so billig, weil du dann dafür verantwortlich bist, dass er keine mehr hat. Ich kenne was? Die, was? Na, keine Langeweile mehr. Ach so. Ja, so, das kann ich ja wohl irgendwie hinkriegen.
Also wenn ein rotes Handtuch draußen hängt, dann hat er Langeweile und dann geht er wieder. Könnte passieren. Gibt es sonst noch irgendwelche Codes, die man wissen muss? Stimmt, es war von verschiedenen Codes die Rede. Mhm. Was? Da sind halt mindestens zwei. Was? Wenn eine Topfpflanze draußen steht, Liebeskummer. Wir reden von wo draußen und wir reden von wo hängt das Handtuch. Na, immer Straßenseite. Na, der Erste, dem es auffällt, der hängt das raus. Okay, und wo steht denn diese Topfpflanze? Die steht auf der Fensterbank draußen. Ganz recht. Okay, das wollte ich wissen. Dann auf jeden Fall Topfpflanze, Liebeskummer. Gilt da dasselbe wie beim Handtuch, oder? Naja. Nee, da guckst du einfach mal nach dem Rechten zwischendurch. Okay. Klopfst du mal und fragst, ob er heute schon was gegessen hat oder sowas. Und lässt er mal eine Gerstenkaltschale da oder sowas. Wie schnell passiert das? Das scheint ja öfter vorzukommen. Ab und zu. Okay. Nicht so oft, aber oft genug, dass wir einmal einen Code brauchen, meine so. Ach so, und das steht nicht im Mietvertrag, aber es sollte eigentlich drinstehen, das habe ich ihm letztes Mal schon gesagt. Der hat ja einen Schlüssel, ne? Und wenn sein Kühlschrank leer ist. Ja, du wirst schon. Halte ich mir also einen zweiten Geheimkühlschrank irgendwo? Ja. In einem anderen Haus am besten. Ich meine, der bringt dann auch immer, der bringt ständig auch irgendwas mit und so. Also es ist nicht, es ist kein übelster Assi oder so, aber ich finde, weißt du, wie weit da vorne zum Edeka ist? Das ist mindestens ein halber Kilometer. Okay. So, das waren eigentlich alle Sachen. Das, ja gut. Das ist ja... Okay. Klingt immer noch plausibel. Klingt wie eine ganz normale WG. So. Irgendjemand immer, ist immer da, der alles wegfrisst, weil er gerade gekifft hat oder so. Ja. Was ich nicht weiß, welcher Code ist, Rabe sitzt auf Fensterbank, der muss neu sein. Das ist der Code für Sir William hat Hunger. Das ist mir tatsächlich unbekannt. Sir William ist der Rabe. Mhm. Also wird wahrscheinlich der Rabe Hunger haben. Ganz normale Hausgemeinschaft hier. Natürlich. Du hast gesagt, es wird leicht. Naja, also ich hatte keiner gedacht, dass es leicht wird. Oh, siehst du, komm hier noch einmal runtergehen, hochgehen und dann sind wir auch fast fertig. Das ist gut, ich fange an zu schwitzen, das wollte ich heute gar nicht. Ja, wir kriegen die schon wieder hydriert wahrscheinlich demnächst bald. Der Edeka ist ja, ach nee, der Edeka hat dicht, oder? Ist ja Sonntag. Na, bis 20 hat der offen. Hey, ich dachte, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, das sind 24 Stunden Edeka, der am Sonntag bis 20 Uhr offen hat. Läuft! Beste Wohnung ever! Wieso hat er nur bis 8 offen, wenn es ein 24-Stunden-Edeka ist? Ich vermute mal, weil... Stell das jetzt nicht in Vietnam, hier gibt's noch Regeln und hier Sätze, das ist auch nicht America, wo man die Leute ausbeuten können, Junge! Ah. Weil es besser aussieht, vermutlich. Wie sieht denn das aus, 24/20-Edeka? Hm. 24 Stunden. Geile nice. Sache. Also, wenn mir da einfällt, dass ich irgendwie nachts um 2 plötzlich Hunger habe, kann ich mir noch was zu essen besorgen. Ja. Offensichtlich. Nice. Er wird dann das letzte Ding mit euch, also bei euch abstellen. Brauchst du jetzt irgendwas an Essen?
Nö, wir gehen gleich einkaufen oder ich gehe gleich. Gibt's ja, Kühlschrank ist drin, ne? Ja, muss ich nur anmachen. Kühlschrank, ja, muss nur reinstecken. Na cool, dann sehen wir uns mal irgendwann demnächst. Ja, cool. Spätestens zur Einzugsfete oder sowas. Zur Helferfete heute Abend. Gut. Alles klar, bis denne. Juhu, bis denne. Dann wird er runterhüpfen. Sophie, besieht sich mal den Kühlschrank. Ist er noch nutzbar oder ist es besser, wenn man den irgendwann mal ersetzt über kurz oder lang? Ja, ist eigentlich noch gut. Das Plastikzeug innen ist angelaufen, aber nicht wie. Es ist einfach todesalt. Das heißt, der hat bestimmt auch nicht die beste Energieeffizienz, okay? Aber altes Plastik wird halt irgendwann ein bisschen gelblich. Das ist aber frisch geputzt alles und der scheint auch noch gut zu kühlen. Ich gehe erstmal quasi jetzt einkaufen. Wir brauchen Scheuermilch, wir brauchen Dings, wir brauchen Besen und so weiter und so fort. Du sagst also, ich behalte den Wagen noch und wir fahren jetzt mit einem Wagen in den Baumarkt und besorgen den ganzen Blödsinn. Wenn die Indikator auf, 24 Stunden auf. Oh, da gibt's keinen Besen vielleicht. Na, hast recht. Okay. Plus ja, wir waren ganzen anderen Blödsinn, den wir noch brauchen, wie. Hast du Werkzeug? Yep. Ah, perfekt. Also, eine kleine Standardausrüstung, ne? Also. Das, was man halt so braucht. Übrigens will Wally morgen nochmal kommen mit so einem Scheiß wie einer neuen Klobürste und sowas, ne? Mit so Kleinkram. Und dem Rest deiner Klamotten, die noch in der Wäsche waren. Ah, okay, cool. Na, bestimmte Sachen bringt Wally morgen noch mit, ne? Wir brauchen die alles besorgen. Ah, na gut, dann würde ich sagen mal auf hier, gucken wir mal eine Bestandsaufnahme, was wir noch brauchen, wenn hier was lose ist. Ich gehe einmal ganz fix durch die Wohnung und suche mir wirklich lose Regalbretter etc. Also wirklich so alles, was man jetzt ganz fix aus dem Baumarkt holen muss. Der Baumarkt hat zu, übrigens. Scheiße, es ist ja Sonntag. Ah, wir können, aber da müssen wir wohl doch in den Edeka. Aber ich glaube, vielleicht Handkehrer oder sowas bekommt man da. Ja, das kriegt man bestimmt hin. Kriegt ihr auf jeden Fall, das ist ein größeres Ding. Das kommt ein bisschen auf deine Ansprüche an. An den Fenstern muss man auf jeden Fall was machen. Zumindest muss man sie streichen. Das ist dann Zeit für nach der Prüfung quasi. Da wird ja, gestrichen. In der dann ansonsten, das hatte ich jetzt mal glaube ich nicht erwähnt, in vielen der Räume ist keine, nee, obwohl es sind gar nicht viele. Nee, es ist sogar überall Tapete. Easy. Außer im Zwischenzimmer. Aber ansonsten, die Dielen zum Beispiel, die kannst du nicht so übel gut herrichten. Dort, wo die eingerissen sind und ein paar Splitter rumliegen, kannst du vielleicht die Splitter rausfeilen oder so ein Kack. Aber da brauchst du auch nichts Spezielles. Also eigentlich ist so erstmal nichts, was du jetzt brauchst. Ich meine, wenn du hast gesagt, du hast Werkzeug, also hast du auch die ganzen Shit wie Schrauben und Dübel und so ein Kack. Also. Okay. Sehr gut. Also gucken wir mal. Vielleicht sollten wir erstmal kurz hochgehen und gucken, was wir oben an Möbeln nehmen. Und dann können wir gucken, was wir noch brauchen, um die auf Vordermann zu bringen. Und ob das Sachen sind, die man dann da direkt holen kann. Und dann haben wir es hinter uns. Ja, das stimmt. Dann machen wir das so. Wir gehen nach oben. Da habe ich nämlich jetzt mehr Bock zu, als irgendwie in den Supermarkt zu fahren. Dachboden. Stöbern. Also links und rechts sind 6 Abteile quasi, wovon ja eins euch gehören wird offenbar, aber die sind alle komplett vollgestellt mit Ranz. Das Ding ist komplett aus Holz. Ihr habt auch da in der Mitte eines größeren Raumes dann diese hölzerne Leiter, von der er sprach, die nicht wackelig, sondern sehr massiv aussieht. Ansonsten, ich meine, es ist ein Dachboden gegen Mittag. Das heißt, dass da das Licht irgendwie den aufgewirbelten Staub gut in Szene setzt. Ihr seht unheimlich viele, was heißt unheimlich viele? Ihr seht eine ganze Reihe von Korbmöbeln,
zum Teil sehr, sehr doch nicht barocker, aber biedermeierischer Bespannung. Betten gibt's tatsächlich, geile Matratzen gibt's schon, aber da wollte er lieber nicht hingehen in diese Richtung. Möbel gibt es allerhand und oft auch so, dass man sie entweder nur leicht reparieren muss oder dass sie noch ziemlich gut in Schuss sind. Ja, eine riesige Couch, aber auch die willst du vermutlich nicht zwingend. Schlitten, 5 Stück, wie sich das hier hört. Natürlich auch noch alle aus Holz, keine Po-Rutscher und ein Kinderwagen, der auch aussieht. Das könnte, wenn man den verkaufen würde, dass man da echt dafür sogar noch ein bisschen was kriegen würde. Ist das die Form von Korbmöbel mit barock anmutender Bespannung, die irgendwie auf ihre Art und Weise dann wieder cool ist, oder eine, die einfach nur scheiße aussieht? Du willst mich also nach deinem Geschmack fragen. Ich kann mir darunter nichts vorstellen, was du mir gerade erzählt hast, deswegen... Es sind leichte Möbel, es sind nicht diese massiven Korbteile. Die sind eher zweckmäßig, dass man sie vielleicht auch eher als Gartenmöbel gebrauchen könnte. Ich weiß nicht, was du cool findest und was nicht. Okay, also so ein Schrank ist auf jeden Fall drin, sagst du da oben. Ein Schrank? Hast du auch gerade gesagt. Hast du. Ist das so? Ach so, ja, bestimmt. Ich habe gesagt, ein paar Schränke, klar. Aber kein Kleiderschrank, ne? Weil wir schafften sowas aufs Dach. Das ist ja mehr Anstrengung, als einfach wo ein Haus Dings zu schmeißen. Kommt drauf an, wie groß der Kleiderschrank ist. Es gibt ja nur auch Kleiderschränke, die ein bisschen kleiner sind. Das ist richtig, aber eine größere Kommode von der Größe ungefähr 1,40 oder sowas wirst du finden und der Breite von 80 Zentimetern. Das wird so das Größte sein, was es da noch gibt. Das reicht ja. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe an DDR-Mobiliar mit guter alter Furnier, das einfach aussieht wie aus einem Guss. Also alles gleich. Die sind auch ganz gut. Die sind auch schön leicht. Ist ja auch kein richtiges Holz. Sophie tendiert dann doch eher zu richtigem Holz oder sowas. Da dachte ich mir, du abgehobenes Miststück. Ja. Mir ist es egal, ich brauche Möbel. Wenn es David egal ist und Sophie die Auswahl hat. Das gäbe genug für euch beide. Ihr findet schon was zu dem, was ihr braucht. Ich bin halt schlicht. Er ist nämlich schlicht. Denkst du denn, dass die Möbel so bleiben, wie sie jetzt aktuell sind? Denkst du nicht, dass Sophie die einmal abschleifen wird und dann gucken wird, dass sie die irgendwie auf ihre Art bemalt? Hat ja damit nichts zu tun. Das wird aber im Laufe der Zeit erst passieren, wenn sie keine Leinwände mehr hat oder sowas. Gut, ihr macht euch über ein paar Sachen her, die ihr runtertragen könnt, nach und nach, um zumindest so ein bisschen Shit zu kriegen. Sophie findet dann auch zumindest, wie gesagt, eine etwas dickere Kommode, die tatsächlich sehr viel schwerer ist, als man das erwartet hätte. Also ja. Da müsst ihr euch zu zweit schon ordentlich abmühen. Außerdem rumpelt es da drin ziemlich, wenn ihr sie anhebt. Oh, wir schauen mal rein. Ich würde schon sagen, da guckt man vielleicht erstmal rein, ob da irgendwer Wackersteine reingetan hat oder so. Ja, da springt dann ungefähr 6-jähriges Mädchen entgegen mit den Worten BAAAAAA! Hallo? Sophie erschreckt sich. Was macht die hier? Einziehen. Wir ziehen hier ein und sammeln unsere Möbel. Also, man hat uns gesagt, hier oben kommen wir Möbel finden. Sie legt den Kopf schief. Und popelt in der Nase. Auf den Dachboden? Warum denn nicht? Seid ihr dumm? Man zieht doch nicht auf den Dachboden. Wir ziehen ja auch nicht. Nee, wir ziehen ja auch eine Etage tiefer. Ins Dachgeschoss. Aber hier oben sind die Möbel, die wir uns aussuchen. Ach so. Schon. Okay. Das ist in Ordnung. Sie nickt. Zieht sich den Finger aus der Nase und geht wieder zurück in die Kommode. Okay, once approved. Ich klopfe an der Kommode. Herein!
Ich mach die Tür auf, setz mich davor. Ist das deine Kommode? Nö. Können wir die dann haben? Okay. Aber nerv mich nicht den ganzen Tag. Würdest du dann bitte rausgehen? Wieso? Naja, weil du bist schwer. Es ist schwierig, einen Menschen zu tragen. Außerdem wäre das ein bisschen komisch, wenn du die ganze Zeit in unserer Kommode wohnen würdest. Ja, aber ich bin nur ein halber Mensch, das schaffst du schon. Aber so schwer wie ein ganzer. Sie kommt raus. Schwächliches Menschenpack, also wirklich unverdient. Und geht dann die Treppe runter. Dankeschön. Dann kommt sie wieder hochgesprungen, denn sie hat offenbar ihre verdammte Schlange vergessen. In der Kommode zerrt die raus, wickelt die sich um den Körper. Entschuldigung. Und geht dann mit der runter. Ja, dann tragen wir die Kommode runter. Wie ist die Kleine niedlich? Mhm. Gut. Bist du verrückt? Aber plötzlich ist sie sehr viel leichter. Das stimmt übrigens. Gut, ihr bringt das Ding in eure Butze. Schön, schön, schön. Wir bringen auch andere Dinge, die wir brauchen, in unsere Butze. Ja. Fehlt uns doch irgendwelches Stuff, die wir da quasi dran vertun müssen. Damit die alle schön im nötigen Zustand. Ja, ich denke nicht, dass ihr alles da haben werdet, um... ich muss nochmal kurz in der Handwerker angucken, um das überhaupt sicher sagen zu können. Ja, euch wird bestimmt irgendwas fehlen, aber ich denke, viele der Arbeiten, die ihr da verrichten müsst, haben Zeit, weil sie eher optischer Natur sind. Die Dinger sind funktional fürs Erste auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Dann tragen wir das runter, was wir benötigen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Hat dieser Edeka einen Staubsauger? Ganz ruhig Wände sehen. Nee, irgendwann müssen wir dahin. Ja, dann sage ich dir das auch. Ja, sobald alles in unserer Wohnung ist, was wir benötigen, wird quasi einmal eine Liste gemacht mit Dingen, die wir noch benötigen aus dem Edeka. Achso, Sophie war übrigens schon zur Tür raus, als du angefangen hast, die Liste zu machen. Kommt dann irgendwann verwirrt wieder rein. Kommst du? Ja, wir müssen doch jetzt erstmal aufschreiben, was wir tun. Also was wir noch alles brauchen. Das sehen wir doch, wenn wir da sind. Naja, wir müssen ja erstmal gucken, was wir hier brauchen, oder? Dann fahren wir jetzt schon mal und du machst während der Zeit die Liste. Also auf dieser Liste stehen dann so Scharniere und all möglichen Scheiß, ne? Ich wage zu bezweifeln, dass die sowas da haben. Ja, aber wir müssen ja trotzdem eine Liste machen. Das kannst du dann beim Fahren machen. Also ich fahre und du machst die Liste. Also sollen wir uns das nicht vorher angucken? Das ist ein bisschen... Erst planen, dann losfahren, ansonsten fährt man nachher zweimal. Das müssen wir sowieso. Wieso? Weil wir nicht alles in diesem Edeka kriegen werden und mit Sicherheit nochmal zum Baumarkt müssen. Ja, der Baumarkt ist erst morgen auf. Ich mache meine Liste zu Ende. So then, make your list. Sehr gut. Ja, und dann so ungefähr 15 Minuten später bin ich dann fertig mit der Liste. So, wo warten wir? Wir können los. Sophie ist unten irgendwo im Hinterhof. Sehr gut. Dann komme ich halt so runter und in den Hinterhof und Sophie, wir können los. Finally. Sie kommt. Ja, ja. Sie grinst, als sie das sagt. Ach so, das habe ich nicht gehört. Das stimmt. Nein, sie hat geraucht. Sehr gut. Ab ins Auto. Tatsächlich war es gut, dass David die Liste vorher beendet hat, also zumindest für seinen Sehenheil, denn das dauert ja ungefähr 5 Minuten, bis ihr mit dem scheiß Edeka seid. So, denn kaufen wir ein, sowohl Lebensmittel als auch Dinge, die wir sonst noch brauchen. Und Bier.
Die haben keinen Staubsauger-Medica. Hätte ja sein können. Warum nicht? So ein Handstaubsauger? Ja, Moment. Ja, das sind ja aber zwei verschiedene Sachen jetzt. Also meinst du mit Handstaubsauger einen tragbaren? Ich meinte einen richtigen Staubsauger. Manche, wenn das ein großer Laden ist, hätte es sein können. Das war nur eine Frage. Ja, aber die haben doch keinen... Also jetzt mal im Ernst. Ihr müsst vermutlich sowieso viel kehren. Übrigens, mit Staubsaugen wird es nicht so leicht. Seine benutzt einen mit Saugkraft 700.000, weil die Dielen Ritzen sehr tief sind. Ja, super. Da ist so ein ordentlicher Strohbesen besser geeignet. Gut, also wir kaufen alles, was wir kriegen von der Liste. Ja. Minus dem, was Bernie noch besorgen wird. Genau. Sowie Fraß, Trank, Schnaps, Bier, Lichterketten, Duftkerzen. Es steht alles auf der Liste. Steht das wirklich auf der Liste? Lichterketten auf jeden Fall, aber da ist die Frage, ob man das nicht so, solche Dinge nicht lieber im Baumarkt besorgt, da sind sie mit Sicherheit günstiger. Ja, Lichterketten standen jetzt nicht auf der Liste, aber so mit Bier, Schnaps, Alkohol, Fressen, ne, so Dinge halt, die man so halt für eine Party braucht. Einzugsparty, Helferparty. Helferparty. Ah, Sophie, das haben wir uns aber richtig verdient. 4 Kästen Bier haben wir jetzt im Auto. Der Nachbar hat geholfen. Stimmt schon. Der muss dann Durst haben. Und David hat geholfen? Das stimmt. Na gut, ich weiß, ich hätte den anderen anders nennen sollen, aber jetzt gibt's halt zwei Davids, das wird's eh 1000 Mal geben. Schlimm. Schlimm, schlimm. Wir nennen ihn ab jetzt David, also den anderen. Schlimm. Das werden wir uns bestimmt merken. Bestimmt. David und David. Auch scheiße, wir nennen ihn aber David. Okay. Gut, ihr habt die ganze Kiste nicht voll, denn es ist eine Riesenkiste, aber ihr habt genug eingekauft. Ja. Und bis wir wieder da sind, ist der Kühlschrank auch einigermaßen kühl. Auf jeden Fall. Übrigens, es ist immer noch ein bisschen komplex, die Bude zu finden. But why? Weiß ich auch nicht. Immer hilfreich, dem Vogel zu folgen. Der hatte offenbar weniger Probleme. Praktisch. In der Tat. Ja, wenn wir dann quasi, also wenn alles da ist, räumen wir alles ein und räumen halt um und machen sauber und so weiter und so fort. So, dass wir quasi einladen könnten. Also, dass Sophie nicht alles 100% auf Vordermann bringt, sondern auch zufrieden damit ist, wenn sie ein paar Sachen ausgeräumt hat, dann keinen Bock mehr hat und der Rest jetzt erstmal in Kartons bleibt, ist dir bewusst, oder? Ja, ja. Okay. Mein Charakter macht aber weiter. Da wird alles eiskalt ausgeräumt, eingeschachtelt und gemacht und getun und hast nicht gesehen und ist wichtig, halt. Wie sieht denn das eigentlich mit Besteck und so einem Shit aus? Auf meiner Liste stand Besteck. Wenn es da kein vernünftiges Besteck gab, haben wir Einwegbesteck. Obwohl, David wird auf jeden Fall ein bisschen was gehabt haben im Wohnheim. Das kriegst du ja nicht gestellt. Und Sophie vielleicht auch. Na, guck, ja, die, so ein bisschen Kram wird die gehabt haben, ja. Ja, für zwei Personen reicht's auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Außerdem habe ich eine Sammlung an Biergläsern, die ganz wichtig ist. Das stimmt. Ja, nämlich mindestens 4 Weizengläser. Oder? Ist das überhaupt im Norden so ein Ding? Weizen? Ja, hin und zwischendurch. So, okay. Das Wichtigere eigentlich sind die 27 Schnapsgläschen, die er hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Die sogenannten Pinnekin. Du hast ja auch von Martin Biergläser bekommen, die so Aphroditen, ist das die richtige Schlampe? Ich glaube schon. Wie heißt die aus der Muschel nochmal? Venus. Die nämlich.
venusgleiche Schlampen dort auf den Biergläsern hast, mit Muschelbikini und allem drum und dran. Und wenn man quasi die Rückseite des Glases betrachtet, dann erkennt man, dass der Bikini nur oben aufgemalt ist. Das heißt, auf der Rückseite sieht man dann die nackten Vibes-Bilder. Das sind auch ganz gute Gläser, einfach deswegen, weil da sind die Kerle immer beschäftigt beim Biertrinken. Aber ich glaube, Venus und Aphrodite sind sogar die gleichen. Die eine war die Griechin und die andere war die Römerin. Wahrscheinlich. Sie kamen aus einer Muschel und waren nackt und sahen gut aus. Das reicht doch. Ja. Wir müssen es nicht alles immer so kompliziert machen hier. Gut, ihr seid damit beschäftigt, also David ist damit beschäftigt, sinnvolle Sachen zu tun, um das Wohnumfeld zu bereichern und Sophie, die... Ich habe sogar auf meiner Liste Blumen gehabt, damit wir nämlich für den Fall, dass unser Vermieter Liebeskummer hat, Blumen rausstellen können. Und wir sind Stolzbesitzer eines roten Handtuchs. Vorbildlich, es ist unglaublich. Ja, Sophie geht derweil das Dach auschecken. Ja, es ist sehr flach. An der einen Seite hast du dann nochmal ein Spitzdach, quasi so eine Art wie draufgesetzt, ist dann der spitze Teil des Dachbodens, den du auf jeden Fall nicht begehen kannst. Oder den könnte man schon begehen, da muss man aber dann doch ein bisschen mutiger werden. Der Rest hat eine Neigung, die wirklich zu vernachlässigen ist. Also wenn du deine Kippe ablegst, dann rollt die nicht runter. Du hast relativ viele Schornsteine dort, weil die ja auch relativ viele Verbrennungsöfen und so ein Shit da habt und dann die ganzen Leute mit ihren Ofen, also mit ihren richtigen Kohleheizungen noch. Und ja, da ist halt offenbar tatsächlich ein Holzdach mit Teerschindeln, so ganz dünn. Dachpappe. Und, ja, das Dachpappe heißt das nämlich. Ja, du kannst zumindest das, wenn du rüber guckst, in den Innenhof linke Dach begehen vom Nachbarhaus, aber das sind halt auch Dachwohnungen dort mit Balkons. Das heißt, jemand, der rauskommt und sich dann anpflaumen will, hat einen sehr kurzen Weg. Das hebe ich mir für später auf. Sehr gut. Ich wollte ja erstmal nur gucken, denn jetzt ist es irgendwie Nachmittag, das heißt, es wird wahrscheinlich auf diesem Dach brülle heiß sein. Ja, also ich sag mal, du wirst noch nicht in der Dachpappe festkleben, aber wir sind auch nicht so weit weg davon. Dann wird sie nur mal ganz kurz gucken und einmal drüber laufen und dann feststellen, dass ihr das viel zu warm ist und dann lieber wieder in den schattigen Innenhof gehen. Sehr gut. Sich dann dort irgendwo hinfläzen, denn im Schatten kann man es vielleicht noch hoffentlich aushalten. Bestimmt. Macht sich noch eine Kippe an, hat sich irgendwie was von dem Trinken, das irgendwie sie mitgebracht haben, dahingestellt, hat ihren Zeichenblock herausgeholt und zeichnet in ihrer Muse irgendwie den Ausschnitt des Hauses, dem sie gerade irgendwie ansässig wird, der ihr auf irgendeine Art und Weise in seiner Verfallenheit mit seinem alten verfallenen Charme gefällt. Übertreib mal nicht. Es ist nur unsanierter Altbau. Es ist ja noch nicht verfallen. Nur weil da ein bisschen der Putz abbröckelt und du direkt dahinter den die Steine siehst da. Das. Ja, okay. Sie das ist steht ein schönes hin. Motiv. Du stellst dich an, wolltest du sagen. Naja, verfallen klingt halt echt total nach Ruine. Aber ja, es ist zumindest schon angefallen. Angefallen nennt man das jetzt, das gefällt mir. In jedem Fall tut sie das überall in den Ritzen. Da sind kleine Äuglein angedeutet, die hinausblicken. Okay. Spooky! Wir haben einen Garten, richtig? Habe ich in diesem Garten jemals einen Grill gesehen? Also, das letzte Mal im Garten, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Er ist wild, er ist natürlich Unkraut wie Sau. Ihr habt ein paar Obstbäume, ein paar relativ wilde und nicht sehr gut behandelte. Es gibt eine riesige Lagerfeuerstätte. Bin mir nicht sicher, ob das noch so zugelassen ist. Baumhaus, bunter Schuppen. In dem Schuppen könnten Grills sein. Auf dem Dachboden habt ihr auch einen alten gesehen, aber der ist schon ordentlich angerostet.
Und ja, also ich meine, mit irgendeinem Aufbau kannst du auch über der Lagerfeuerstelle grillen. Das ist ja klar, du musst halt nur ordentlich lange warten. Das meinte ich mit Hinterhof. Also in diesem Ort wird sich Sophie befinden. Ja, ich weiß. Das ist ja das Gleiche. Hinterhof und Garten in dem Fall. Ihr habt ja keinen anderen Hinterhof. Okay. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass ich mir einen eigenen Grill besorgt habe beim Einkaufen. So einen 5-Euro-Grill. Mhm. Und haben natürlich auch Grillfleisch dabei. Das sind die besten. Diese 5, nee, die eigentlich waren es immer so diese Halbrunden oder diese, ja, diese 10-Euro-Grills von der Tanke. Das waren ja, genau, immer die besten Grills. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber da ist mal alles am besten geworden. Und die halten ewig. Warum auch immer. Also mindestens eine Saison. Wir haben letztens einen beerdigt, der war auf dreimal ein bisschen Metal-Festival. Also 3 Jahre lang hintereinander. Der hat überlebt. Man weiß nicht, warum. Nur schade, dass ihr dann das Ding in eurer Wohnung lagern müsst irgendwie. Hä, wieso? Man kann doch mal gucken, was in dem Schuppen ist. Ja, okay, der ist abgeschlossen. Und ihr habt ja keinen Keller, wo ihr rein könnt. Ja, und? Also, wir haben jetzt einen Grill, den wir runterstellen und haben Leute da stehen. Oder auf den Dachboden stellen, das geht ja auch. Das stimmt. Beides scheint valide. So, und sobald die Grillkohle warm ist und die ersten Stücke Fleisch auf dem Grill, gehe ich nach oben und klopfe bei unseren Nachbarn. Mhm. Sophie, was dir noch auffällt, als du oben kurz auf dem Dach stundest, die anderen Häuser drumrum, die Innenhöfe dieser Häuser sind quasi anders. Das Haus, in dem ihr wohnt, ist eine halbe Seite, nee, eine Drittelseite eines perfekten Quadrats. Das heißt, im Garten müsstest du eigentlich dich nur hinstellen und könntest rüberlinsen in die anderen Innenhöfe. Von oben konntest du das auch. Von dort unten ist es eigentlich unmöglich. Du siehst nichts und du wirst auch nicht hier sehen. Teils ist es der Unkrautbewuchs. Teils ist es der kleine Schuppen, der die Sicht verdeckt. Und teils sieht man irgendwie einfach nicht viel. Es ist schwer zu erklären, aber es ist auf jeden Fall privat. Das heißt, ich könnte mich hier theoretisch, wenn ich weniger Hemmungen hätte, nackt hinlegen und mich sonnen. Das könntest du machen, du hast halt das Haus gerade mit vielen kleinen Augen gemalt. Deswegen tue ich es ja nicht. Ach so, aber ja, natürlich kannst du das. Du könntest dich sonnen an der Nordseite des Hauses, wo du dich auch so gern sonnst. Das könntest du alles machen, ja. Natürlich sonne ich mich gerne. Ich sonne mich gerne im Schatten, denn in der Sonne sich sonnen, das wäre ja dumm, da kriegt man ja nur Sonnenbrand. Du kriegst aber schon im Schatten Sonnenbrand. Aber ja, das kannst du alles. Theoretisch ist das möglich. Das ist so schlimm, ist es dann auch nicht, dass sie im Schatten Sonnenbrand bekommt. Ja. David, du. Ja. Du klingelst. Ja. Nach einer Weile macht ihr eine Mid-20er, der andere war auch ungefähr in dem Alter, auf. So ein Loden-Toni mit dicken Augenring. Ja, sehr, sehr wildem Bartwuchs, der an den Backen nicht ganz vollständig ist, aber wenn man es lang genug wachsen lässt, merkt es schon keiner. In eine Buchse, und damit meine ich natürlich Schlobber, und einem T-Shirt auf und guck dich etwas fragend an. Moin, ich bin David, ich bin davon eingezogen mit Sophie. Und hab mir gedacht, dein Mitbewohner quasi geholfen hat beim Helfen. Wir laden euch einfach mal ein zum Grillen und Bier trinken. Um Hallo zu sagen. Ja, wann denn? Jetzt. Also. Also wenn du Zeit hast. Ja gut. Ich müsste noch mal kurz meinen Zeitplan durchgucken. Ich komme vielleicht in einer Stunde oder so mal runter, kurz Hallo sagen. Ja, siehst du, geht doch. Ist ja, hier... Verdammt, ich hab den Namen vergessen. Entschuldigung. Hannes. Hannes? Ja, ist Hannes da? Oder ist er noch weg? Nee, der wird dann irgendwann später kommen. Ich weiß nicht genau, der wollte sich mit irgendjemandem treffen. Ah, ja gut. Ansonsten, wenn du ihn siehst, nur sag ihm einfach Bescheid. Sekunde. Er
Die haben so ein Clip, ne, so ein Clipboard kleinster Größe an der Tür, was ist das, ein A6 vielleicht? Das ist so ein Board, wo du dran schreiben kannst, und das ist wird mit Plastikabdrucken auf so eine Art Löschpapier quasi gemacht. Das heißt, wenn du dann drüber wischst, ist es wieder weg, und da schreibst du dann dran unten grillen Nachbarnladen ein. Falls ich unten bin dann und er kommt. Oh, sehr cool. Ja. Wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr doch mal dran schreiben. Läuft. Ja. Nee, ich guck dann mal. Ja, cool. Dann bis später. Jo, dann gehe ich halt. Ne? Wieder runter. Ja, und grille. Und mach dann Essen und trink Bier. So, ihr hört sich das. Irgendwann kommt der Vermieter. Was ist denn hier los? Moin. Wir randalieren. Willst du was haben? Ja, als ich noch jung war, da haben wir Randale aber echt anders genannt. Dafür bin ich 90 nicht auf die Straße gegangen. 89 meine ich natürlich. Oh. Bier? Oh du, da sag ich nicht nein. Zeig mal her. Was ist denn das? Sterni, feinste Soße. Na her damit. Ja, das Beste von Welt. Mm. Nur echt aus dem Eimer mit Eis, ne? Was? Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Warum seid ihr heute schon hier? Kein Bock mehr auf die alte Wohnung. Also, wir sind gerade eingezogen. Krasser Shit. Brauchst du noch irgendwas vom Dachboden oder so? Wir haben uns schon bedient. Okay. Ich weiß ja nicht, wollte ich noch irgendwas machen? Nee, ich war ja wirklich alles fertig, ne? Ja. Ja, geil. Soll ich mal ein bisschen Mucke anmachen? Gerne, klar. Ja, ich habe ja noch keine Anlage dabei gerade. Ja, das klären wir hier auch immer ein bisschen anders. Was hört denn ihr so für ein Shit? Wenn ich jetzt Odi, sage... auf dem Land wird sehr, sehr viel Schlager und Helene Fischer gehört. Das kann ich nicht aussprechen. Wenn ich jetzt sage alles, dann wirst du wahrscheinlich die Augen verdrehen. Dann werde ich sagen, naja, komm, meine ganzen CDs sind noch nicht ausgepackt. Dann wirst du sagen, ja, ja, und mit dem Kopf schütteln. Und dann wirst du dir das irgendwann angucken und dann denken, ach Mensch, so schlimm ist es ja doch nicht. Jetzt passt mal auf, ich mache euch einen ganz einfachen Vorschlag. Mach einfach irgendwas an. Ich mache jetzt die Mucke an, die ich höre. Und in ungefähr 10 Minuten werdet ihr auf Knien betteln. So, dann steckt mein Schlüssel und ihr macht irgendwas an. Er geht einfach rein, erste Tür links, und dann macht er was an. Aber das kann ich nicht ertragen, dieses Rumgewarte hier. Ich muss ja auch Bier trinken und hier wird gegrillt. Wo ist denn der Wanst? Den haben wir gerade aus der Kommode geschüttelt. Das ist eine Stunde her. Ja, also keine Ahnung, seit einer Stunde nicht mehr gesehen. Der war in der Kommode mal irgendwie zwischendurch. Nee, aber hier wird gegrillt. Jo. Ja, ich mache jetzt einfach mal Mucke an und in 10 Minuten werdet ihr sowieso da reingehen. Dann bring einfach mal den Wanz mit, weil ich wieder wiederkomme. Keine Ahnung, wo da ist. Ich habe jetzt keinen Bock, da zu klingeln. Es hat mich nur verwundert, wenn die hier ist, dann wird die schon kommen. Sehr gut. Aber hallo, los geht's. Er wird reingehen, sein Fenster aufreißen und dann macht er Mucke an. Und was für Musik? Ist dir denn der Begriff Gatschi irgendwie geläufig? Nö. Es handelt sich um Trollmusik im Wesentlichen. Es ist, du nimmst ein bekanntes Lied, so zum Beispiel Celine Dion oder so ein Shit, und da mischst du dann aber einfach drunter homoerotische Pornografie-Sätze. Mehr oder weniger passend. Ich meine, Popmusik hat so wenig Text und so generischen Text, dass du es immer irgendwie reinschneiden kannst. Plus irgendwelche halt Bumsgeräusche und so. Es ist nicht zwingend leicht zu ertragen. Ich kann dir auch gerne ein musikalisches Beispiel verlinken, wenn du das möchtest, damit du den Eindruck machen kannst. Ja, passt schon.
Ich hab's gerade gegoogelt. Schön, schön, schön. Es ist, ich sag mal, es ist schon eine Sache. Du meinst, nehmen also wir so hin. Ungefähr eine halbe Stunde spätestens wird Sophie irgendwas anderes anmachen. Eine halbe Stunde, weißt du wie? Ich glaube nicht, dass dir verständlich geworden ist, was ich meine, was es für Mucke ist. Doch. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, der hat einfach sein Fenster aufgerissen, dann anscheinend Computer unboxen oder irgend so ein Shit und eine volle Bude dröhnt das in den Innenhof. Ich meine, ihr könnt euch unterhalten, ohne euch anzuschreien, aber es ist schon, der macht sich auf jeden Fall keine Sorgen um Nachbarn oder so ein Shit. Ja, da weiß man schon ganz genau, wo man ist und läuft ja. Gut. Ja, das wird dann halt, ich werde dann etwas glücklicher sein, wenn Sophie dann endlich mal Musik macht. Aber ich werde selber nicht gehen, weil das wäre unhöflich. Gut, du sagst, du gehst noch eine halbe Stunde andere Mucke anmachen. Ja. Der Schlüssel steckt. Wie früher noch. Ach, ihr kennt das ja nicht. Also wie früher noch. Also ist auch aufgefallen, dass in der Einwohnung auch permanent, jedes Mal, wo ich da war, eigentlich immer der Schlüssel von außen steckte. Auf seinem Schlüsselkopf ist übrigens eine Panflöte, die von Feuer umschlungen ist. Und in der Wohnung selbst ist unheimlich viel zusammengewürfelte Holzarbeit an. Unglaublich, ja? Also wirklich viel. Alles offenbar selber gemacht. Vieles auch nur an, wirklich sehr vieles, bestimmt 60% davon nur angefangen und dann irgendwie liegen gelassen oder so auf dem, oder später mache ich das noch fertig stapel. Es gibt Pläne von der Sauna. von der Sauna, die da offenbar reinkommen soll. Verschiedene Fotos von verschiedenen Leuten, die alle unheimlich alt sind. Also die Fotos, die da sind, die müssen zum Teil irgendwie aus den 60ern sein. Vor allem muss irgendwie sein Vater oder sowas sein. Der sieht ihm aus wie aus dem Gesicht getackert. Also 1:1 auch. Und ich weiß, dass du dich dort nicht zwingend 10 Jahre rumgucken wirst, aber die Fotos stehen halt direkt über dem Rechner. Also auf dem, der steht direkt auf dem Schrank und auf dem Schrank sind auch die Fotos dann. Ansonsten irgendwelche Hippie-Teppiche, selbst geklöppelt vermutlich oder zumindest sehen sie so aus und Bilder von kruder und wilder Natur auch. Sowie eine Nacktkalender aus dem Jahre 2005 mit geilen Bitches und ein Nacktkalender aus dem Jahre 2012 mit geilen Dudes. Na dann. Macht sie trotzdem andere Musik an. Das war mir schon bewusst. Ich wollte dich damit jetzt nicht abbringen. Erzähl mal. Was sie anmacht? So ist es. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Led Zeppelin oder so ein Kram. Gut. Kommt dann irgendwann wieder raus. Du kriegst einen Teller hingehalten. Sichert erstmal ihren Block weg, nicht, dass sich da noch irgendwer draufsetzt. Und nimmt sich dann den Teller und beginnt zu essen. Das ist ein herrlicher Tag heute. In der Tat. Morgen soll es auch wieder so warm werden, ne? Da könnte man ja eigentlich mal ein bisschen ausrasten morgen. Wart ihr ja schon mal paddeln irgendwie, oder? Ja, paddeln? Nee. Ich meide grundsätzlich alles, was mich zwingt, in direktem Sonnenlicht zu sein. Du kannst ja ein kleines Sonnenschirmchen mitnehmen. Beim Paddeln? Und nass gespritzt wirst du auch immer. Naja, klar. Naja, ich
Ich kann morgen auf jeden Fall nicht, weil, also ich war schon mal paddeln, aber ich kann auf jeden Fall nicht, weil ich muss eigentlich gerade für die Prüfung lernen. Scheiße, was denn das für eine? Agrarlandwirtschaft. Soll ich denn mal mit deinem Dozenten reden? Das sieht er so nicht. Ein junger Mann, der muss doch mal was erleben. Der muss eigentlich Dienstag. Dienstag im August, da gehst du da in eine Bar, suchst du die hässlichste aus und verschwindest mit der. Und danach gehst du noch einen saufen mit deinen besten Kumpels. Vielleicht ist sie dann einer von denen, was weiß ich. Und dann danach, dann wilder Tanz, bis du nicht mehr kannst, bist du erschöpft, halb nackt, meinetwegen hoch nackt, na klar, irgendwo auf dem Gras zusammenbrichst und hoffst, dass irgendwie Morgentau da ist, damit du irgendwie Erfrischung kriegst. Das ist so, jetzt muss man mit ihm reden. Sag mal den Namen jetzt. Professor Schmidt wirken, aber da kann sich eh nichts dran ändern. Ja, muss ja mal versuchen, Mensch. Du bist ja erst ein Tag hier, kannst du jetzt nicht morgen anfangen zu lernen. Ja, ich muss ja auch heute eigentlich auch schon anfangen zu lernen und Mittwoch schreibe ich halt, ne? Tust du doch gerade, du lernst gerade fürs Leben. Ja, ich habe auch gerade quasi schon wieder alles gelernt, was ich lernen muss, quasi. Was du lernen musst, also jetzt mal im Ernst, das, was du lernen musst, das lernst du, wenn du rausgehst mit einem Rucksack und der ist gepackt mit einer Wasserflasche, da ist aber Schnaps drin. So. Und dann ist da noch irgendwie ein Powerriegel drin, eine Decke und ein paar Wechselschuhe. Und ein bisschen was zu trinken, also Bier. Hey, wollen wir nicht übertreiben, Bier kannst du mal irgendwo abgreifen, muss ich nur durchschnurren. Und wenn du dann irgendwie in Merseburg ankommst, dann hast du was fürs Leben gelernt. Ja. Das ganze Saalfeld erkunden, das muss er auch mal machen. Warte mal, am ganzen Saalfeld. Sagen wir mal so, das ist die letzte Prüfung in diesem Semester und dann ist alles easy. Ja, klar, du kannst ja nichts dafür. Siehst du, also dementsprechend ab Donnerstag können wir uns quasi gerne zum Rafting oder so treffen. Da bin ich da auf jeden Fall bei. Vorlesungsfreie Zeit ist so schön. Grinst so viel und lehnt sich zurück. Du wirst mir sagen, Schnauze, dass sie nichts zu tun hat, ja? Die hat da bestimmt irgendwelche Studien abzugeben oder sowas. Studien? Na, wo man irgendwie ein Thema kriegt und dazu muss man mehrere Skizzen machen oder so ein Shit? Das kann sein, ja. Das ist garantiert irgendwelche Semesterarbeiten. Aber ja, September ist ja auch noch ein Monat oder was. Siehst du? So ist es nämlich. Der richtige Student fängt einen Tag pro Jahr vor Abgabetermin an. Nee. Die richtige Kunststudentin fängt dann an, wenn sie irgendwie das Gefühl hat, dass das, was sie da machen soll, ihr auch irgendwie gerade entgegenfliegt. Du bist eine Kunststudentin? Ja. Sie tut wenigstens so. An der Uni? Ja. Naja, aber wie studiert man Kunst? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht ganz rausgefunden, aber irgendwie funktioniert das. Hm. Ja, klar. Da bist du doch in der Burg, ne? Ja. Ist das eigentlich nur ein Gerücht, dass es den Studiengang aller paar Jahre gibt mit dem Titel Promenadologie, also Spazierwissenschaften? Den gibt's wirklich. Hm. Promo wat? Eine Promenadologie. Die Lehre vom Spazierengehen. Jetzt würdige das mal nicht so herab, Junge. Ja, man kann so viel mehr mit der Zeit machen, als spazieren zu gehen. Ja, wenn man das nicht studiert hat, dann weiß man ja auch ja nicht, was es da alles zu wissen gibt. Dann latschst du einfach nur sinnlos durchs Feld. Aber nach den 3-4 Jahren, die du da dich intensiv mit beschäftigt hast, wirst du erstmal wissen, was da. Jeder Schritt ist eine Offenbarung. Und ich kann dir sagen, es gibt Spaziergänge, wo jeder Schritt eine Offenbarung ist. Ja, ich muss da vorher geraucht haben dafür. Ja, dann funktioniert das auch. Oder so ein paar Pilze hier essen. Na klar, das geht. Ich meine aber auch ohne. Auch ohne. Da
warst du vielleicht einfach auf dem falschen Wegen, oder? Im falschen, hier, also nicht drauf eingestellt. Du musst es halt schon wollen. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann weiß ich, warum ich da hingehe. Und, ja, aber spazieren ist ja nicht, du willst zu einem Ort, sondern du willst dein Umfeld erleben, offenbar. Zeig mal eine Reihe, sagst du. Ja, die Hinsagen sagen so. Ja, und haben recht, ne? Also. Ja, bestimmt. Spazieren gehen, studieren. Was willst du denn da studieren? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Was willst du denn bei Agrarwissenschaften studieren? Du steckst eine Kartoffel in der Erde, trampelst drauf, dann machst du einen Regentanz und irgendwann hast du da eine Pflanze, gräbst die Scheiße aus und stopfst dir einen Rachen. Na siehst du, das machst du schon mal wieder ganz falsch. Nee, das ist doch genau das Gleiche. Du kannst nee, weil du kannst ja keine Stärkekartoffeln einfach so essen. Das funktioniert nicht. Das ja keine, die schmecken ja nicht. Ja, na klar kann ich das. Ich zeig dir das auch, Jana, wie ich das kann. Ja, aber die schmecken scheiße. Du könntest es auch einfach als eine Form von Kunst betrachten. Du könntest einfach dafür sorgen, dass du mithilfe dieses Studiums quasi es schaffst, anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, bestimmte Dinge auf eine andere Art und Weise zu betrachten, als sie sie vorher gesehen haben, neue Perspektiven zu eröffnen und vielleicht sogar ihnen ein Erlebnis zu verschaffen, das sie nie vergessen werden. Was hat denn das jetzt mit Agrarwissenschaften zu tun? Das hat mit Agrarwissenschaften gar nichts zu tun. Das hat was mit Promenadologie zu tun. Ja, aber das ist völliger Schwachsinn. Da waren wir uns schon einig. Nein, ich finde das gar keinen Schwachsinn. Ich finde es irgendwie cool. Du warst dir da einig. Ja, aber es ist, also, ist auch eine völliger, also, nee, völliger Zeitverschwendung. Überhaupt ja, aber nicht, nee, das ist nee, doch nee, eine nee, andere mal, Form von Garten- und Landschaftsgestaltung. Was anderes ist das doch wahrscheinlich was? Nicht. Bei dem einen tust du was, bei dem anderen guckst du es an. Nein. Du studierst doch bei Promenadologie, wie du quasi das Flanieren der anderen zu einem Erlebnis gestaltest. Du studierst dann nicht, wie man richtig spazieren geht. Aber auch das wäre doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, bei Agrarwissenschaften verkopfst du und bagatellisierst du die Wunder der Natur, weißt du? Du erzählst mir irgendwas von Dünger und riecher Saatzeit und so einem Shit. Aber da gehört doch viel mehr dazu. Also jetzt nicht mehr, aber eigentlich gehört da doch eigentlich immer noch die Hoffnung dazu, dass die Scheiße auch was wird und dass du nicht am Ende der Erntezeit dastehst mit deinen 4 verknoteten, verwarzten und krebsgeschwürten Kartoffeln und denkst, da hat wohl keiner mehr was zu fressen. Das gehört ja alles dazu. Die ja, aber deswegen machst du es ja. Deswegen macht es ja. Deswegen studiert man das ja, damit man weiß, was man machen kann, um den um die Produktivität zu maximieren. Ja, aber das finde ich halt scheiße. Weil das geht ja nicht darum, nur die Produktivität zu maximieren, sondern. Natürlich, und das ist möglichst ressourcenschonend und umweltschonend, ein Maximum aus dem Boden herauszuholen. Deswegen wechselt man dann ja auch, ne, im Dreijahreszyklus, ne, Dreifelderzyklus quasi, immer wieder, was da oben drauf kommt zum Beispiel. Das ist ja A, gesünder für den Boden und B, weißt du dann ja, dass du auch mehr Ertrag hast. Ja, aber siehst du, da lernst du diese ganzen Sachen, um dich mehr und mehr von dem Ursprünglichen zu entfernen, was das eigentlich ist, nämlich dass du ein ganzes Jahr dich mit deinem Boden, den du besitzt oder auf dem du anbaust, beschäftigst und mit dem Gewucher da beschäftigst, was es da gibt und mit dem, was es mal werden soll, mit dem, was es jetzt ist und mit der eigentlichen Arbeit, die es ja heute sowieso nicht mehr so gibt. Das alles lässt ja da raus, das gehört aber auch dazu. Ich meine, wenn es nur noch um Effizienz und so einen Scheiß geht, dann muss ich jetzt mal erstmal die Miete erhöhen. Und dann muss ich hier die Fassade neu machen, weil da kann ich die Miete um 40% erhöhen.
Weißt du, was ich meine? Ja, nee, also das ergibt ja gar keinen Sinn. Also ist ja schon, also natürlich hast du da dein Land, was du beackerst, aber das ist ja quasi, also wenn du das nicht vernünftig machst, dann hast du halt keinen Ertrag, dann kriegst du kein Geld und dann ist auch kacke. Schon. Aber der andere Teil wird ja völlig rausgelassen. Verstehst du? Es geht irgendwie nur noch darum, ja, weil der andere Teil ja völliger Schwachsinn ist quasi, weil du musst ja einfach nur darauf achten, dass du dein Land nicht kaputt machst, weil sonst hast du morgen keinen Ertrag mehr, wenn du das heute kaputt machst. Schwachsinn nennst du das? Das ist aber kein Schwachsinn. Ich meine, das ist ja... Ja. Ich kann verstehen, warum die Leute das als Schwachsinn empfinden, aber gut ist es nicht. Ja, du musst das quasi ja auch langsam auf sich alles aufbauen und so weiter. Ne? Rom wurde ja auch in einem Tag erbaut. Rom wurde an 3 Tagen erbaut. Das ist eine ziemlich krasse Story gewesen. Naja, eigentlich ist das eine Metapher. Bitte? Eigentlich ist das ja eine Metapher. Ah ja. Meinte ich ja. Hier, Metapher-Story. Ich bin nicht so ein Gescheiter. Ist mir nicht so schlimm. Nee, hab ich auch. Weiß ich. Das wäre schlimm für euch. Wenn ich so ein Gescheiter wäre, wie gesagt, Fassade irgendwie mal anstreichen, 30% mehr Miete oder was? Nun, möchtest du noch ein Bier? Saufen. Genau. Die Kleine hat sowieso schon abgeschaltet, ihr. Was malst du denn so Schönes? Ha? Was? Ja, genau du. Sie guckt hoch. Hab ich was verpasst? Nur, dass wir eine halbe Stunde über dich geredet haben. Bitte nur, dass ihr? Nur, dass wir eine halbe Stunde über dich geredet haben. Bin ich so faszinierend. Cool. Wir haben gelästert. Ach so, okay. Faszinierend, ja, wirklich nichts mitgekriegt. Was malst du denn da? Keine Ahnung. Ah, Kunststudenten. Keine Ahnung, was sie tun, aber dafür Einsen kassieren. Ja, was weiß ich? Ich kenne doch den Notenschnitt nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas kriegen. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Bis jetzt scheint es gereicht zu haben. Weißt du, was du zeichnen solltest? Ja. Na, das, was du heute, was du heute Nacht träumst. Du weißt schon, der erste Traum in einem neuen Heim, der geht doch in Erfüllung. Zumindest in Teilen. Ist ihm so. Kennst du es nicht? Nee. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Aus der Nähe von Nordhorn. Na, meine Mutter hat mir das immer gesagt. Und es stimmt. Also, ich meine, ich bin in meinem Leben. Du machst dir einfach keine Vorstellung, wie oft, also vermutlich machst du dir eigentlich schon eine Vorstellung, aber das weißt du gerade nicht, wie oft ich umgezogen bin. Und da war eigentlich immer viel dran. Viel war da dran. Auf jeden Fall sollst du das zeichnen, damit es dann nicht vergisst. Das ist immer scheiße. Wenn du irgendwann dann später merkst, boah, das habe ich doch jetzt, eigentlich kommen sehen, aber ich erinnere mich erst jetzt dran, weil es halt davon hier flutscht ist. Scheiße, Dreck, Kacken, Mist. Deswegen. Okay, kriegst du. Ich muss das nicht kriegen, das ist immer noch deins. Ach so. Ich habe da jetzt keinen Anspruch. Es war nur Hinweis, weil du so ein Motiv vermutlich nicht so häufig kriegst. Ich habe damit mal die ganze Wand, nein, nicht die ganze, es war eine kleine Wand in der alten Fabrikhalle gefüllt.
Ich habe dafür ungefähr 3 Wochen gebraucht. Meinst du die eingefallene Brauerei da? Ja. Du warst das. Nein. Hausfriedensbruch. Nein. Sowas würden wir nie tun. Du warst doch gar nicht dabei. Das ist egal. Nie würden wir das. Vandalismus quasi. Ja. Ist quasi freischaffende Kunst vielleicht gewesen. So nennt man das jetzt, ja? Ach so. Ja gut. Also ich meine, die Hausflurwand von euch und eine Etage drunter kannst du machen, aber da kann nicht ewig das gleiche dranbleiben, das sag ich dir gleich. Und ich meine, solange du keine Einhörner malst. Warum soll ich keine Einhörner malen? Wir haben hier ein Kind. Ja und? Und? Kinder lieben Einhörner. Die Kinder, die wirklich zählen, aber nicht. Der Wanst, der würde dann aber nie wieder auf den Dachboden kommen. Das kann ich dir versprechen. Okay. Alles klar, was ist denn Einhörner so schlimm? Ihm läuft ein leichter Schauer über den Rücken. Alles, Alter. Es sind Ponys mit Hörnern. Nee. Ich weiß schon, dass sie immer so dargestellt werden. Hier, wie heißen die Kackviecher, diese bunten, My Little Pony und so ein Kack. Ja, ja, das wird die Unicorn. Ja, das wird dir erzählt. Dancing on a Rainbow. Ja. Dancing on a rainbow and the corpses of the enemy eating their flesh and breaking What? Their bones. Das ist die Wahrheit, Alter. Zu viel das letzte Einhorn geguckt, oder was? Nee. Einhörner sind auf einer Skala von 1 bis das Schlimmste, was es gibt. Das Allerschlimmste, was es gibt. Also sind von 1 bis Einhorn, sind die das Einhorn, was denn? Da sind sie vermutlich immer noch mehr als das Einhorn, Mann. Alles klar. Aber Pferde sind okay. Gegen Pferde hat keiner was, nö. Ich meine auch irgendwelche nachtmare, flammende Pferde oder so ein Shit. Oder wenn es dir beliebt, da irgendwie knochige, von Fleisch zerfressene... Kelpies. Erkenner. Kelpies zu malen, hat Kinder ein Problem damit. Aber wehe, du pappst da eine Pappdingsbums auf das Pony. Jetzt hören wir erstmal auf, von Einhörnern zu reden. Also irgendwie ist das ungemütlich. Da wird mir direkt kalt um die Murmeln, Mann. Alles klar. Na gut, Leute. Es war schön mit euch. Ich kann euch nicht das ganze Bier wegsaufen. Also ich kann das schon machen, aber ich will das ja auch nicht. Ich muss gleich noch los. Oh, na dann. Viel Spaß. Danke. Und wie gesagt, wenn ihr was braucht, ist klar. Ich bin vermutlich mal... ich weiß gar nicht, hatte ich euch das gesagt? Ich bin ab und zu mal weg. Zwischendurch. Jo. Ich auch. Also... länger. Wenn da dann irgendwas ist, eure Nachbarn wohnen lange hier noch da, die kennen sich aus. Und ansonsten, wenn es wirklich schlimm kommt, überlegt euch das zweimal, dann klingelt da einfach mal bei Satt. Okay. Gut. Bis denn. Ja, mach's gut. Und danke nochmal. Oh, tschö. Bitte, ne? So, ich, da ich ja jetzt quasi WordPress mehr oder weniger geschlossen habe und ich mir gedacht habe, dass es trotzdem irgendwie cool wäre, wenn wir was hätten, wo uns Leute erreichen könnten oder Kommentare oder was auch immer absenden könnten und anonym bleiben können,
Gibt es auf WordPress jetzt ein kleines Kontaktformular? Das sollte eigentlich der letzte Post sein, den ich da machen werde. Und da ist halt easy, uns zu erreichen, falls irgendwas ist. Ich habe das Gefühl, dass viele oder einige oder was auch immer ein paar Probleme haben, sich was unter Changeling vorzustellen, was ich absolut verstehen kann. Gerade weil meine Erklärungen haben halt Probleme. Das Hauptproblem natürlich mich, sondern das Zweitproblem Changeling. Ich möchte gleich auf einen ganz spezifischen Kommentar da eingehen, wo ungefähr drin stand, dass die Leute gern hören würden, was möglich ist in dem System. Und da muss ich sagen, alles, vieles, was ich hier mache, ist nirgendwo in irgendeinem Regelwerk oder irgendwas aufgeschrieben. Ich meine, die WoD will sowieso ein Erzählspiel sein, was die alte WoD auf jeden Fall verkackt. Und Changeling umso mehr. Du hast viele Sachen einfach nirgendwo festgeschrieben und du machst einfach als Spielleiter alles, was du glaubst, was gerade richtig ist. Und ich bringe gern viele kleine, alberne Sachen ein zwischendurch. Für mich ist Changeling vor allen Dingen ein System der Kleinigkeiten. Das wird später noch kommen. Aber damit ich einfach abschätzen kann, oder anders, ich habe einfach nicht die Perspektive von jemandem, der das System nicht kennt, offensichtlich. Das heißt, fragt einfach alles. Und entweder ich packe das dann in Outren oder ich mache kleine Sammelvideos, wo ich Fragen beantworte, weil ich denke, dass das die beste Lösung ist. Übrigens wäre es da echt nett. Also ich meine, in der Videobeschreibung habe ich natürlich wieder grenzenlos getrollt. Was heißt grenzenlos getrollt? Eigentlich ist es alles wahr, was da steht. Aber eine Videoangabe und eine Zeitangabe wären echt hilfreich. Also damit ich weiß, haben jetzt Folge 5 gespielt und ich bin nicht mehr über alles ganz im Klaren, was da in den vorherigen Folgen passiert ist. Gut, haben wir schon mal das. Zu der Folge. Was ich versuche als Spielleiter gerade ein bisschen zu verändern, ist, dass ich einfach mehr Dinge laufen lasse, bei Shadowrun hatte ich immer das Gefühl, ich muss die Spieler korrigieren, wenn sie falsche Annahmen haben, damit sie keine Fehler machen, die aus Missverständnissen herkommen, so, ne? Weil sich das als Spieler scheiße anfühlt. Und deswegen war ich dann auch häufig so nett und habe denen viel gesagt. Einfach auch, weil das Shadowrun-System ja auch nicht ein festes System ist, wo jeder die gleichen Vorstellungen von hat. Das heißt, es ist fair, wenn du ihnen sagst, das und das weiß dein Charakter, denn er lebt in dieser Welt und ich sag dir jetzt mal, wie das wirklich funktioniert. Hier lasse ich einfach Dinge laufen und ändere halt meinen Spielplan. Fertig ist der Lack. Also wenn ein einfaches, dummes Beispiel jetzt aus der Folge, das keine Rolle spielt, Daddy hat halt den Kammerjäger einen Tag vorverlegt, der sollte ja eigentlich erst am Montag kommen, laut ihm käme er dann am Sonntag. Ja, der kommt halt nicht am Sonntag, aber was mir noch wusste, naja, wenn damit ich unterbreche nicht, das passt schon. Solche Dinge versuche ich anzupassen. Das klingt mir meistens. Aber das wird auch immer noch weiter so gehen. Ich muss auch keine Regelsachen mehr korrigieren, weil ab der Folge 1, 2, 3, 4 habe ich vorher gefragt, ob ich das alles für die würfeln soll. Und die haben gesagt, na, mach das. Und sie verwalten nur ihr Glamour, das ist der Vorrat an Zauberkraft, sagen wir mal, den sie haben, und ihren Schaden. Und ansonsten würfel ich alles. So, das heißt, ich muss mich damit gar nicht mehr, und die müssen sich damit gar nicht mehr beschäftigen, und das ist, denke ich, für Changeling sehr gut, weil viele Sachen da nur aufhalten, und allgemein für die WoD ist es auch gut. Das so. Bei Feenkrams Sachen, die sie später wissen könnten, werde ich sie aufklären, aber da wir vieles in-game 1:1 erleben werden, ist es, denke ich, okay, dass gar nicht so viele Fragen sein werden, beziehungsweise viele Sachen kann ich ihnen nicht sagen, weil es ihre Charaktere nicht wissen, weil man viele Dinge halt einfach nicht weiß. Niemand weiß irgendwas über die Feenwelt, weil die Feenwelt ständig sich verändert und total bescheuert ist. Wunderprächtig. Gut, Promenadologie, dazu wollte ich auch noch was sagen. Promenadologie? Ich weiß immer noch nicht und ich möchte mir diesen Zauber wirklich nicht nehmen, ob das tatsächlich ein Studiengang ist an der Kunsthochschule in Halle. Also es gab ja mal so jemanden, na, ich glaube, der da, der könnte das machen. Und ja, ich glaube, das gibt's. Und nein, ach Quatsch, das gibt's auf gar keinen Fall. Doch, das gibt's alle 4 Jahre, kriegen die den Studiengang voll.
Ich fände es halt übel schön eigentlich, wenn es einfach wirklich Promenadologie gäbe. Die Lehre vom Spazierengehen, Spazierwissenschaften, das ist ja wirklich schön. Deswegen muss ich das auch einbauen, das ist einfach zu gut. Ja, ich kann auch gar nicht verstehen, warum Daddy das so ablehnt. Na, Spießer. Genau. Und Kinder. Kinder bei Changeling. Lass uns mal darüber reden. Das ursprüngliche, die OVOD, das Original, da wird das Kindsein massiv vergöttert und geheiligt. So wie im dingsten Jahrhundert. Du weißt schon, damals, ach, weißt du das sowieso nicht, ich muss ja gar nicht drüber reden, aber das ursprüngliche System ist eigentlich ein System, das erzählt, wie du den Zauber der Kindheit verlierst für die Banalität des Erwachsenseins und die tiefe Trauer, die du dabei empfindest. So. Das habe ich in großen Teilen noch rausgenommen. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich so massiv alte WOD, neue WOD und Dark Age vermische, weil ich das eigentlich nicht möchte. Das ist mir zu platt und zu vergötternd. Aber trotzdem ist es, meiner Ansicht nach, sind Kinder ein sehr, sehr einfacher Weg, um als Spielleiter A, den Zauber der Feenwelt reinzubringen, weil Kinder halt den Zauber im Idealfall in der Welt sehen und Fragen haben, die einfach so dumm sind und die du dann mit Magie beantworten kannst. Was weiß ich, warum dreht sich die Erde? Na, weil da viele kleine Männchen an so in der Erde, die laufen da wie in einem Hamsterrad und deswegen dreht die sich. Und die müssen das machen, damit die Sonne halt dann nicht die ganze Zeit die Erde verbrennt. So was kannst du da machen. Und Kinder glauben das und dann gibt es diese kleinen Männchen. Deswegen sind Kinder ein gutes Mittel. Kinder sind ein Mittel, um Emotionen und Stimmung gut rüberzubringen, weil die Leute auf Kinder sehr, sehr gut reagieren. Auch wenn sie es nicht zugeben. Deswegen habe ich den Wanst, erste Begegnung in diesem neuen Haus, wollte ich auch, dass es der Wanst wird. Weil halt ein kleines Kind sofort Sympathien schafft. Und ja, du musst oder man muss als Spielleiter nur aufpassen, dass man es nicht zu weit treibt mit der Vergötterung der Kindheit, weil es sehr viel aus dem System rausnimmt, denn eigentlich will niemand Kinder spielen. Es ist doch sehr, sehr anstrengend. Oder kann auch nicht jeder Kinder spielen, glaube ich. Zumindest auf lange Sicht, als NSC ist es ja immer easy. Deswegen musst du da aufpassen, dass du es nicht zu elitär machst, dass die Kinder sonst was für kleine Götter sind. Das sind halt immer noch Kinder mit ihren Schwächen. Und genauso muss man meiner Ansicht nach aufpassen, dass man Changeling nicht zu sehr zu so einem elitären Literatursnobismus verkommen lässt und zu anachronistisch macht. Also, dass man dann nur sagt, oh, ja, wir orientieren uns ausschließlich an Peter Pan und Alice im Wunderland und das sind die ganz ursprünglichen Feen-Stories. Ja, sind es. Sind es ja auch. Ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch die Träume, die Vorstellungen, das Fantastische in der Neuzeit auszunutzen, was es da gibt. Wir haben ja heutzutage auch noch höchst kreative Menschen und wir haben heute auch noch gerade, wir haben so im Sozialbereich träumerische Vorstellungen. Bedingungsloses Grundeinkommen oder so? Keine Ahnung. Und ich denke, das kann man nutzen. Und das möchte ich auch versuchen. Deswegen möchte ich ein bisschen weniger da diesen Literatursnobismus betreiben. Auch einfach natürlich, weil ich ein ungebildeter Saftsack bin. Wollen wir auch mal so sagen. Und meine Spieler ja auch. Aber das ist auch ein Grund. So, das war jetzt alles sehr ungeordnet, aber ihr wolltet es ja so. Ich glaube, das war auch alles zu der Folge, was ich sagen wollte. Und bis zum nächsten Mal.